Und dann geht's hier rein. Dachte ich mir so. Okay. Probieren wir das doch erstmal. Moment. Moment. Bevor wir hier den ersten Grundstein legen, ganz kurz. Bringen wir mal ganz kurz ein paar Sachen weg. Wie diesen einen edlen. Der schicke Steinblock war das mit dem Holz, glaube ich. Genau. Den veredelten, den behalten wir. Da wollten wir, glaube ich, noch welche machen. Und ich brauche jetzt mal ganz kurz die da. Die da. Einfach, um mit denen sozusagen das ein bisschen abzustecken. Müssen dann sowieso mal gucken. Möbeltechnisch. Weniger. Ich weiß nicht, ob wir wirklich die Betten machen sollen. Ansonsten sieht es irgendwann aus wie Ikea. Das geht ja auch nicht. Runder Holzfensterrahmen. Runde Holztür. Kann man schon. Man kann halt schon ein paar schöne Sachen machen. Aber ich würde es eher tatsächlich eher mehr auf Geschirr gehen und ein bisschen halt auf Regale. Ich würde eher so, also wirklich wie so ein Museum, das halt auch ein bisschen aufbauen wollen, dass man eben die Schädel ausstellt. Und das Geschirr hier. Neben alles an dekorativen Zeugs. So. Da müssen wir uns mal überlegen, was für eine Tür machen wir bei denen eigentlich. Wir werden auf jeden Fall noch mehr Kerzen wahrscheinlich brauchen. Mal gucken. Okay. Aber ich habe erstmal die Holzdinger, die Steinblöcke. Das heißt also, wir können da uns erstmal. Hä? Schicker Steinblock? Schon sagen, ich habe den doch ausgepackt. So was. Okay, warte mal. Hier ist Schicht im Schacht. Bis dahin dürfen wir, weiter geht nicht. Einfach, dass man schon mal so eine gewisse Abgrenzung hat, wo man hier sozusagen den Weg hinklatscht. Ich denke mal, wir machen das dann aber auch wirklich hier mit Weg. Man hier sozusagen sich einen Weg aufbaut. Kleine Treppe vielleicht. Ich fürchte, wir müssen noch ein bisschen planieren. Ja, blöd, warum nehme ich nicht den Großen? Warum nehme ich immer nicht den Großen? Das geht doch viel schneller. Dann schwebt noch was. Hehehe, jetzt nicht. Okay. Und ich baue natürlich wie immer ohne Plan und ohne irgendwie, ne, I wield again. Ich habe keine Blaupausen, ich habe mir noch nichts wirklich überlegt. Wir machen das ganz spontan und ja, mal gucken. Mal gucken, wie es wird. Furchtbar wird das. Furchtbar. Ja, so schlimm wird es dann auch nicht, keine Sorge.
Dann geht hier der Weg lang. Wie der Weg lang geht. Warte mal, ich mache mal einen kurzen Platten rein. Eins. Halt. Zwei. Drei. Und hier soll's dann hin. Oder eher hier. So. Sozusagen auf der Höhe. Moment. Stimmt das so? Müsste, ne? 3 in die. 3 in die. Hier müssen wir noch ein bisschen mit Erde aufhäufen. Das geht so nicht. Das geht doch so nicht. So, passt schon. Halbwegs, ne? So. Nicht, dass uns hinterher irgendwann das Museum auseinanderbricht, das können wir ja nicht machen. Also wir werden alles mal so auf die Höhe ein bisschen zusammen. Okay, ich glaube, wir werden hier noch öfter was aufhäufen müssen. Okay, jetzt haben wir das Ding 7 breit. Mal gucken, wie lang wir das machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wie war das? Das wollte ich weghaben. Nicht genügend freier Platz. Was soll das heißen? Da ist doch freier Platz. Aha, geht doch. Oh. So halt geht's. Und hier müssen wir wieder auffüllen. Man scheint irgendwie aber auch zum Glück weniger zu verbrauchen, als man letzten Endes irgendwo hier abgetragen hätte, wa? Warum habe ich das nicht gleich so gemacht? Das scheint wesentlich effektiver zu sein. Machen wir das erstmal quadratisch. Und wie gesagt, im Moment ist das hier jetzt erstmal nur grob hingebaut. Ja, das ist jetzt hier noch nicht fertig. Wir werden den Boden noch austauschen gegen die anderen Bodenplatten, die ich eigentlich machen will. Und dann machen wir das mit ganz vielen Reihen und anderen Dingen und ich bin mal sehr gespannt, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Wir könnten ja zum Schluss dann die NPCs als lebende Relikte hier mit reinstellen. Das wäre es auch noch, oder? Oh Gott. Statt eine Stadt zu bauen, einfach ein riesengroßes Museum mit den NPCs drin. Als lebende Relikte. Sehr cool, wenn man Skelette bauen könnte, dann könnte man die auch noch ausstellen. Manchmal bin ich schon ein bisschen fies, habe ich den Eindruck.
So ganz dezent. Mietzemaunzel bubbelt da hinten wieder was vor sich hin. Oh. Alles flach. Alles schick. Mietz, was ist los? Hallo. Was maulst denn du hier? Hä? Was maulst denn du hier vor dich hin? Was bubbelst denn du? Hm? Was bubbelst denn du? So. Die sollen ja eh nicht bleiben. So. Ich habe überhaupt keine Wegplatten dabei. Also kein Wegstein. Wegboden, meine Güte. Ihr wisst schon. Wie heißen die Dinger? Erdwegblöcke, meine Güte. Blub. So. Was war das hier? So hat es ja jetzt auch nicht gedacht. So. Okay. Nein, Echo. Au. Aua. Du mit deinen Krallen, ey. Müssen wir dir die Krallen stutzen? Ich hoffe nicht. Oh. Katze auf dem Schoß, die schnurrt. Hallo? Das war richtig so? Okay. Dann ist das da richtig. Moment. Ich hätte hier halt einfach gerne eine kleine Eingangshalle, ne? Einfach hier so einen kleinen Weg, und dann kommt hier so ein bisschen... also entweder machen wir dann... Das hier nur so halb? Aber bitte schon, durchaus schon mit dem richtigen Block. Nur halt noch nicht ganz. So, ist das gleich hoch? Ja, gut. Dass man hier sozusagen den überdachten Teil hat. Da habe ich natürlich jetzt noch gar nicht einmal, ne? Da müssen wir noch gucken. Und dann... Was da? Oben drauf. Perfekt. Hier auch. Möglichst so, dass es passt. Das ist so richtig? Ich hoffe. Das sollte. Dann haben wir hier die Tür. Da so. Ich hoffe, das stimmt so. Ich bin jetzt natürlich nicht so gut, so ein guter Architekt wie andere Leute, ne? Das ist, ich hätte gern große Fenster. Ne, dass die hier ordentlich Licht reinbringen. Wie macht man das jetzt am schlauesten? Und wieso guckt da noch was, so ein Grünzeug raus? Muss das so?
fürchte, das musst du. Okay, was haben wir noch? Bodenplatten. Gucken wir mal ganz kurz. Ich das jetzt so mache. So, und dann abwechselnd mit dem da. Dann sieht das nicht so schön aus. Ich glaube, wir müssen die noch kleiner machen. So, das heißt also wirklich winzig klein. Pixelklein. Kriege ich das hin? Warum habe ich mir das vorgenommen? Außerdem muss das da hoch und nicht da runter. What am I doing? What's going on here? Warte mal, dann stimmt das doch hier gar nicht. Muss das nämlich dahin. Jetzt stimmt's. Uffufu. Das kann sich hier nur um Stunden handeln. Aber was tut man nicht alles für einen schönen Fußboden? Zimmer, ich weiß nicht. Och, du Schmusemausi. Was ist denn los, mein Schmusi? So. Eine Runde Katzenasen, ja. Okay, dann... Wo muss der jetzt hin? Doch hier hin? Dahin? Dahin und dahin? Ich bin gerade etwas verwirrt. Moment. Ich glaube, wir müssen ihn doch hier erstmal ausfüllen. Damit das halbwegs. Damit man halbwegs einen Überblick behält, das ist ja furchtbar. Das bekommt langsam genau die Form, die ich haben möchte. Auch wenn das ja alles gerade ein bisschen sehr verwirrend ist. Why am I like this? Warum muss ich es mir immer so kompliziert machen? Kann mir das mal einer erklären? Und die noch. So. So hätte ich es gern. Jetzt hätte ich gerne irgendwie eine Kopierfähigkeit, dass man einfach sozusagen, wenn man das dann hier sozusagen so macht, dass man das hier einmal kopiert und das dann einfach weitergibt. Das wäre so cool. Ich fürchte, das wird nicht. Aber so gefällt mir der Boden. Also so hätte ich ihn gerne, aber ganz ehrlich, das ist ja eine Riesenarbeit. Oder machen wir es doch ein bisschen größer. Was meint ihr? Wollen wir den Tag verbringen und den Boden verpixeln, oder? Mach mal. So. Warte mal, dann machen wir das mal. Nee, das war schon richtig, aber den da. Ich meine, so geht's auch. Wenn man jetzt noch den Boden ein bisschen anders macht.
Sieht ein bisschen edler aus. So. Ja gut. Nee, ich glaube, wir machen es dann wirklich so. Wir machen das auf die großen. Ansonsten werden wir hier unseres Lebens nicht mehr froh. Ah! Schön der kleine Boden ist, aber ich habe da echt keine Geduld für. Aber vielleicht kann jemand anderes den dann gebrauchen. Vielleicht sagt irgendeiner von euch auch, ich habe kein Problem damit, mit dem, ich habe die Geduld. Ich bastel diesen Boden nach. Dann be my guest. Seid mir willkommen, es ist in Ordnung. Halt. Ich frage mich, wo ich gerade was abgebaut habe. Ich hoffe, das stimmt jetzt so. Ups. Hätte genau andersrum gemusst. So, und jetzt können wir auch wieder andocken. Das macht es ein bisschen leichter. So. Gleich wird es dunkel, das heißt also. Hatte ich gleich gesagt? Boah, Alter. Mit einem Schlag. Schwupps, Licht aus. Okay, wir müssen erstmal ins Bett. Ich sehe nichts mehr. Ist ja schlimm. Wir brauchen so eine Flutscheinwerfer, weißt du, zum Bauen einfach. Er kennt sie nicht, die Scheinflutwerfer. Oh, ich liebe die Waldgeräusche hier. Und es dämmert der Morgen. Okay. Weiter geht's. Gut. Bisher klappt es ja ganz gut mit dem Verlegen. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, muss ich ehrlich gestehen. Aber, nö, doch, läuft. Läuft gut. Ja, cool. Und nachher... und nachher spielen wir hier eine Runde Schach. Oder? Ey, nee. So. Jetzt noch die Lücken gefüllt kriegt, wäre cool. No. Ja, doch, müsste so. Ich finde das, wenn das Gehirn manchmal irgendwann anfängt auszusetzen, von wegen.
Welche Reihenfolge muss ich jetzt nochmal? So geht's mir hier ab und zu. Hallo? So. Jetzt. Ich brauche noch mehr von denen. Zum Glück haben wir ja schon materialtechnisch ein bisschen vorgesorgt. Das heißt also, das sollte jetzt kein Problem sein. Entschuldigung, ich bin heute ein bisschen leiser, wenn ich bin heute irgendwie, bin noch nicht ganz wach, glaube ich, oder? Also ich habe im Moment auch nicht so viel zu erzählen. Meine, wie gesagt, gestern, ich war ein bisschen unterwegs, habe noch ein bisschen, wie gesagt, habe ja jetzt einen neuen Handyvertrag. Wie es immer so ist, wenn man was selber versucht, ich habe es dann halt online versucht, ich wollte eigentlich nur den Vertrag wechseln, also sprich den Tarif wechseln. Versuch das mal online, Alter. So, ich dachte, ich wechsle, weißt du, habe auch richtig angegeben, ja, hier, ich hätte gerne den Vertrag mit der alten Nummer. Hm. Kriegt die neuen, die Dings mitgeschickt, kriegt die zugeschickt, ne, und mit einer neuen Nummer. Und das war aber gar nicht, was ich wollte. Deswegen musste ich dann gestern nochmal zu Vodafone und, oha. Unsere Kalksteine, unsere anderen Steine sind fast alle. Das geht ja nicht. Wir hätten das erlaubt. Jedenfalls bin ich dann gestern bei denen gewesen. Und ganz ehrlich, ich habe selten so unkompliziert einen so einen Vertrag wechseln können. Ich meine, ich habe ja mit dem Handy, bei dem Handy eh schon ewig warten müssen. Weil man hat kein Problem damit, einen neuen Vertrag aufzusetzen. Ja, egal welchen Tarif. Sobald man ein neues Handy nimmt, willst du aber dein altes Handy behalten, weil es ja noch gut ist. Nee, da muss man erstmal die 2 Jahre wirklich komplett abwarten. Und ich denke mir so, what the fuck? Aber wenigstens sind die Probleme dann noch nachvollziehbar, nicht so wie bei Telekom, die einen dann über den Tisch ziehen. Hallo Amateseru, wie geht's? Wie steht's? Mir fehlen 12 Blöcke. Nee, warte, mir fehlen nicht 12, mir fehlen 4 Blöcke, weil es müssen 16 sein. Ah, okay. Wir brauchen Feuersteine. Jetzt haben wir... Das ist doch nicht wahr, ey. Irgendwas fehlt immer. Okay. Auf geht's. Also ich wurde von Vodafone, das ist Fackelwohn. Aber weiß ich nicht, wie gesagt, mit Vodafone habe ich bisher die wenigsten Probleme gehabt. Telekom verarscht nur. Du Körnchen, ahoi! Mit blauem Schwänzchen? Polter die Polter. Wir schnappen uns hier noch ein bisschen Wasser. Hier waren wir nämlich schon ewig nicht mehr. Wasser schöpfen. Kommt wohl davon auch sehr gut. Die tun sich ja nichts. Ja, okay. Kommt wahrscheinlich auch immer darauf an, wo. Wie geht's da? Also hier bei uns geht's eigentlich. Oder zumindest, also es kommt auch immer darauf an, wer da gerade an der Kasse sitzt sozusagen. Ne? Also manche Leute sind da wesentlich unkomplizierter als andere. Also gestern, wie gesagt, das ging ratzfatz. Ah!